Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS Radler. In diesem Video zeige ich dir die Garmin Outdoor Maps Plus als neue Premium-Karte auf Outdoor-Gerät und Uhr. Viel Spaß damit! Das beste Kartenmaterial für die Outdoor-Aktivitäten. Auf diese Suche machen sich ganz viele Nutzer von solchen Outdoor-GPS-Geräten. Bei Garmin ist ja mittlerweile immer eine Topo-Active-Karte für ganz Europa kostenlos an Bord. Darüber hinaus gibt es die bekannten Topo-Pro-Karten zum Kauf. Und seit einiger Zeit hat Garmin dieses Angebot in Nordamerika mit der Outdoor Maps Plus-Karte erweitert. Die kam jetzt auch nach Europa und die schaue ich mir jetzt mal an, zeig dir, wie du die runterladen kannst, wie da die Abdeckung ist, welche Karten überhaupt da integriert sind und nehme dich mal mit auf eine Praxistour. Für welche Geräte ist diese Outdoor Maps Plus überhaupt verfügbar? Nun, das ist zum einen mal die ganze Phoenix Epix Familie mit den ganzen Derivaten wie Tactics oder auch die Mark. Dann noch die Outdoor Geräte der GPS Map 67er Reihe und hier die Montana 700 Serie. Nicht tauglich sind die Forerunner-Uhren und auch die Edge-GPS-Radcomputer. Outdoor Maps Plus ist ein Abo, was dich pro Jahr 60 Euro kostet. Ja, da höre ich sofort wieder, dass Abos ja so schlecht sind und so teuer und dauernd bezahlt wird. Ja, du musst natürlich diesen Abo-Beitrag jedes Jahr zahlen, sonst kannst du die Karte nicht mehr nutzen. Aber bisher war es so, wenn du diese Topo Pro Karte wolltest, zum Beispiel für Deutschland oder die Schweiz oder auch Italien, dann hast du da je nach Land zwischen 120 und 150 Euro bezahlt. Jetzt bekommst du eine Abdeckung von ganz Westeuropa, außer britische Inseln, Benelux, Irland, Dänemark und Portugal. Und dazu gibt es noch die Satellitenbilder und da kannst du dir sogar Daten weltweit runterladen. Outdoor Maps Plus enthält mehrere Kartenebenen, sogenannte Layer, und die kannst du zum einen mal getrennt runterladen und auf das Gerät überhaupt installieren und dann auch diese verschiedenen Ebenen unterwegs anzeigen oder eben ausblenden. An Kartenebenen stehen zum einen mal die Topo Pro Karten zur Verfügung, dann natürlich die Satellitenbilder, dann gibt es noch die Reliefschattierungen in HD, Gebäudeansichten oder Umrisse, dann noch diese Lichtemissionen in der Nacht für die Lichtverschmutzung. Und am Schluss kam dann noch mit etwas Verzögerung eine Karte mit den Verwaltungsgrenzen hinzu. Dieses Outdoor Maps Plus Abo hängt übrigens an deinem Garmin-Account, also sprich der E-Mail-Adresse, mit der du deine einzelnen Geräte registrierst. Das heißt, du kannst auch problemlos mehrere Geräte, die am selben Account dranhängen, mit diesen Outdoor Maps Plus versorgen. Ich habe das beispielsweise hier mit dem Montana und der Epix gemacht und das funktioniert gleichzeitig problemlos. Kartenauswahl, Download und Installation zeige ich dir jetzt hier mal an dem Montana 700. Da gehe ich hier von der Startseite mal in Einrichten, Karte, Kartenmanager. Hier habe ich also die mitgelieferte Topo Active Europe liegen und da oben kann ich zur Outdoor Maps Plus gehen. Jetzt muss ich hier erstmal Abonnement prüfen machen. WLAN einrichten, das aktivieren. Mit meinem Netzwerk bin ich auch verbunden. Und jetzt nochmal die Überprüfung. Wurde jetzt auf diesem Gerät aktiviert.
Und jetzt kann ich hier Outdoor Maps Plus hinzufügen. Und jetzt schaut es ziemlich komisch aus und es wird nach einer Zieleingabe gefragt. Das bedeutet allerdings einfach, du musst jetzt den Punkt eingeben, um den du die Karten runterladen möchtest. Ich nehme jetzt hier einfach mal den aktuellen Standort und kann hier oben noch über den Stift auswählen, was ich denn runterladen möchte. Also die Gebäude, die Schattierungen, die Lichtgeschichte, die brauche ich nicht. Satellitendaten könnte ich noch runterladen und die wichtigste Karte, wie ich finde, die Topo Pro. Die lasse ich da alle mal aktiv und jetzt kann man hier noch ein bisschen rauszoomen. Du siehst hier oben immer sofort, wie viel Gigabyte an Daten das denn ausmacht und du kannst es auch hier entsprechend ein bisschen verschieben. Und jetzt klicke ich hier auf Herunterladen und der Speicherplatz, der ist jetzt nicht ausreichend. Da könnte ich jetzt sagen, ich gehe einfach so weit rein, bis es dann irgendwie funktioniert. Aber auf dem Montana 700 ist so wenig Platz. Da werde ich jetzt also erstmal hier diese Micro-SD-Karte installieren. Nachdem die Micro-SD-Karte jetzt installiert ist, kann ich hier wieder in Einrichten, Karte, Kartenmanager, Outdoor Maps Plus und hinzufügen, jetzt hier Karte verwenden und da entsprechend rauszoomen, um hier die Karte, die runtergeladen werden soll, auszusuchen. Jetzt muss ich noch hier mal über den Stift reingehen und die Lichtverschmutzung möchte ich ja nicht haben und ich möchte es hier auf der SD-Speicherkarte ablegen. Die anderen Karten sind in Ordnung und damit kann ich jetzt hier zurückgehen und auf Herunterladen und jetzt beginnt hier der Download. Das kann dann schon mal richtig lange dauern, also deutlich über eine Stunde ist da für so einen Kartenabschnitt keine Besonderheit. Und die Uhren müssen übrigens auch während der gesamten Downloadzeit mit dem Stromnetz verbunden sein. Wie diese einzelnen Kartenebenen auf der Uhr ausschauen und welche Einstellungen da möglich sind, das zeige ich dir hier jetzt mal an der EPIX-Uhr. Um die Karte zu aktivieren, gehe ich jetzt hier mal in die Einstellungen, gehe runter zu Aktivitäten und Apps. Wähle dort das Wandern und hier in die Wandern-Einstellungen, da geht es in die Karte, Karten konfigurieren und hier habe ich also die Topo Active Karte, die ab Werk dabei ist, die ist im Moment noch aktiviert, die schalte ich jetzt mal aus, gehe wieder zurück und habe jetzt hier unter Kartenebenen diese neuen Outdoor Maps Plus, also hier die Gebäude, HD-Schattierungen, Satellit und die Topo Pro, die möchte ich jetzt mal aktivieren, kann ich hier einschalten und dann ist wichtig, dass die Topo für jedes Land nochmal angezeigt wird, also hier muss ich auch Österreich und Deutschland mal aktivieren. Die kannst du auch immer alle anlassen, wenn du hier oben den Hauptschalter ausschaltest, dann sind alle Karten aus der Topo Pro Serie deaktiviert. Insofern kannst du da die einzelnen Länder immer aktiviert lassen. Jetzt gehe ich mal ganz zurück wieder und gehe in die Wandernaktivität rein. Und kann dir hier mal die Karte zeigen. Das ist also jetzt die Topo Pro Karte. Die kannst du auch hier verschieben und mit Doppeltipp dich reinzoomen. Und hier an der Seite hast du auch eben diese Plus-Minus-Schaltflächen. Und hier siehst du jetzt schon also
Da steht der See noch als Kieswerk verzeichnet. Das ist schon seit einigen Jahren jetzt ein Naherholungsgebiet. Also so viel zu der Aktualität der Karte, zumindest mal hier in diesem Bereich. Jetzt schaue ich mal hier in den Wald rein, in die kleineren Wege. Also die schauen da schon ganz gut aus. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann kann ich hier über langes Drücken auf die Menütaste direkt hier zu dem Punkt Kartenebenen gehen und kann hier zusätzliche Ebenen aktivieren oder deaktivieren. Also ich nehme jetzt mal die Topo Pro hier raus, gehe wieder zurück und aktiviere mal die Satellitenbilder. Und wenn ich da wieder zurückgehe, dann sehe ich eben hier die Satellitenbilder und ein bisschen Wartezeit brauchst du da immer, wenn du dich also orientieren möchtest, bis die Karte wieder nachgeladen ist. Während der normalen Navigation merkst du diese Verzögerung des Nachladens nicht. Da funktioniert es also im normalen Betrieb bei Wandern oder auch auf dem Fahrrad ausreichend schnell, dass du das nicht entsprechend da merkst. Jetzt ist also hier nur die Satellitenansicht aktiv. Du kannst aber auch noch zusätzlich hier reingehen, Kartenebenen und dann noch die Topo Pro zusätzlich aktivieren. Und dann siehst du hier eben, dass du diese Linien und die Beschriftungen der einzelnen Straßen noch zusätzlich siehst und kannst da so eine Kombination aus Satellitenbild und Straßenkarte gemeinsam anzeigen. Vom sehr kleinen Display wechsle ich jetzt mal auf das große Display vom Montana 700 und zeige dir da diese Outdoor Maps Plus in der Praxis. Wenn man sich jetzt hier mal die Karte auf dem großen Montana 700 anschaut, das ist jetzt also die standardmäßige Topo Active Karte, dann hast du den Vorteil, dass du hier diese Kartenauswahltaste hast und hier kannst du jetzt die Topo Active ausschalten, die Topo Pro hinzuschalten, hier über das Zahnrad dann wieder die einzelnen Länder noch aktivieren und du siehst jederzeit hier gleich nebendran die Änderungen, die es gibt, also einschalten, ausschalten. Du kannst dich hier dann eben mit dem Finger drüber bewegen und man sieht schon hier auf dem Montana mit dem stärkeren Prozessor, da funktioniert dieses Verschieben der Karte schon deutlich flüssiger. Jetzt kann ich auch hier mal noch zusätzlich Satellit dazuschalten. Dann siehst du eben hier wieder die Kombination aus Satellitenbild und den Linien der Standardkarte. Und wenn ich hier jetzt mal an die Seite gehe, also da ist eben die Grenze, wo ich die Satellitenbilder runtergeladen habe. Und auch hier wieder ist deutlich noch das Kieswerk zu sehen. Und wenn ich da jetzt die Topo Map ausschalte und die Topo Active dazu schalte, dann sieht man hier, dass das eben schon als Erholungsgebiet ausgewiesen ist. Also die OSM-basierte Active Topo Karte, die ist da in dem Bereich aktueller. Du kannst auch die Topo Active mit dem Satellitenbild kombinieren und hast dann eben hier diese Ansicht da zur Verfügung. Und jetzt schalte ich mal Satellit aus und schalte die Gebäude mal hinzu. Und jetzt siehst du eben hier in den Orten, dass dann eben ab einem gewissen Zoom-Maßstab auch die einzelnen Gebäude aktiviert sind. Du kannst noch eine HD-Schattierung aktivieren.
Die ist allerdings nur wirklich im bergigen Bereich sichtbar. Und hier hast du noch die Lichtverschmutzung auf dem großen Display von Montana. Da siehst du hier auch sogar einige Unterschiede mit stärkerer und weniger starker Lichtverschmutzung. Screenshots von der Topo Active und der Topo Pro kann ich dir hier auch nochmal im direkten Vergleich einblenden. Und da sieht man sehr schön diese unterschiedlichen Designs der Karten. Lohnt sich so ein Outdoor Maps Plus Abo jetzt für deine Outdoor GPS Navigation? Nun, der Begriff lohnen bei Karten ist immer sehr schwierig, denn die eine Karte hat hier ihre Stärken, da ist sie auch mal aktueller als die andere. Die andere Karte schaut vielleicht in deinen Augen besser aus und hat an anderen Orten die höhere Detailgenauigkeit. Insofern gilt hier grundsätzlich, die perfekte Karte gibt es nicht. Da kommt es ganz viel drauf an, wie gefällt dir auch das Kartenbild. Als Alleinstellungsmerkmal hier bei der Outdoor Maps Plus sehe ich die Satellitenbilder. Wenn du die gerne unterwegs nutzt, dann ist es auf jeden Fall ein Kauf wert, dieses Abo. Auf der Uhr finde ich es ziemlich unübersichtlich und einfach sehr klein vom Bildschirm. Und durch die teilweise sehr langen Ladezeiten wirst du dich auch mit der Orientierung auf diesen Karten ziemlich schwer tun. Auf dem Montana 700 Display, da schaut es schon ganz anders aus. Großes Bild, schneller Prozessor, also da kann man sich auch wirklich mal über die Satellitenbilder ein bisschen orientieren oder man mag einfach diese Topo Pro Karte. Wie ist deine grundsätzliche Einstellung zu diesen Karten auf Uhr- oder Outdoor-GPS-Geräten? Bist du mit dem Abo unterwegs? Nutzt du einfach die Standard Topo Active Karte? Oder installierst du dir eigene OSM-Karten drauf? Schreib mir da gerne mal dein Vorgehen zum Thema Karten auf Garmin-GPS-Geräten unten in die Kommentare. An der Seite habe ich dir noch ganz viele weitere Videos zum Thema Navigation mit Garmin verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.